Ja, und wir können Sie ja jetzt erstmal fragen, warum sie damals weg war. Dann, was sie hier macht, ist ja offensichtlich, das hat sie ja schon gesagt, dass Daniel da richtig in eine Scheiße geraten ist und sie das auch mitbekommen hat und sie den da rausbringen will. Das reicht. Nö, das ist ja schon wieder sehr patzig, da erfahren wir ja gar nichts. Ich würde erstmal damit anfangen, warum sie denn überhaupt weggegangen ist. Ich gehe mal davon aus, dass das diese Frage beinhaltet. All right. Why did you bail on us? I wasn't meant to be a wife or a mother. I thought I was supposed to. I tried to pretend for many years. But I was unhappy, and the urge to leave just became unbearable. I had no other choice. Are you serious? You chose this life. You fell in love. You made your own choices, right? Making your own choices doesn't mean you can never fool yourself, Sean. After I had Daniel, you were about 8, and Esteban's garage was getting busy. There was so much going on around me, yet somehow I just felt that my own life was just slipping away. Felt like an empty shell. Sean, it was the hardest decision I ever made. I knew I might never see you all again, but I took that responsibility. Ja gut, ich kann sie irgendwo verstehen, wenn sie sagt, okay, das war nicht ihr Leben, sie ist da nicht für geschaffen gewesen. Und dann frage ich mich aber, warum hat sie dann 2 Kinder bekommen, wenn man nach dem ersten schon merkt, okay, das geht alles so nicht und das ist nicht meins und dann kriegt man noch ein Kind und kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Ja, aber die Frage ist, wusste Papa das? Ich gehe mal schon davon aus, dass der Vater es wusste. Und naja, natürlich sieht Sean das so, dass sie alle im Stich gelassen hat. Und ja, das hat sie auch irgendwie. So you just dumped us so you could be free? Yes, that's exactly what I did. You're just so fucking selfish. Ja, was machst du hier? Ja, das habe ich ja gerade schon eigentlich beantwortet. Das hat sie auch schon beantwortet. Aber wir können es ja dann nochmal fragen. So what exactly are you doing in Nevada? You live around here? No. I'm way out in Arizona. Sean, I told you. Your friend Jacob wrote my P.O. box and said Daniel was in trouble. That's it. Ich brauche keine Hilfe. Wer, glaube ich, irgendwo gelogen? Arizona? Fragen wir da mal nach. Arizona? Holy shit. It's just lizards and rocks. Guess I found something there. New York didn't really do me good, so. Yeah, okay. Think I've heard enough. I didn't have a choice, Sean. We only have one life, and I didn't want mine to be spent in regrets. For years, I fooled myself, thinking I'd find satisfaction into what society expected me to be, and that was my mistake. I hope someday you can understand that. But I never stopped caring about you. For what it's worth, I am sorry for hurting you and Daniel and Esteban. Naja, ganz ehrlich, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich kann es einfach nicht so ganz nachvollziehen und naja, ich kann nachvollziehen, dass Sean immer noch sauer ist. So, verflucht nochmal zu spät, mir nicht, ich weiß. Oh, please. It's too fucking late for that shit. No matter what, you left your own kids and my dad. So don't even. I know it's too late. I want you to know how I feel. Yeah. I still don't care. Jeez. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig in der Situation, weil meiner Meinung nach braucht er schon die Hilfe von jemandem. Und wenn es jetzt nun mal Karen ist, dann ist es nun mal Karen.
glaube einfach nicht, dass Sean den Daniel aus der Scheiße selber wieder rauskriegt, wo er selber von der Polizei gesucht wird, wo Daniel ihm im Moment gar nicht vertraut und dann noch gegen so eine Sekte ankommen. Sean, whatever you want to say to me, this is the time. Let's just get it all out in the open. See what happens. Hast du uns vermisst? Was hast du getan? Ist mir egal, warum bist du warum hast du uns ignoriert? Ja, das ist zum Beispiel eine Frage, die ich kann irgendwo nachvollziehen, wenn das nicht ihr Leben war, irgendwo, und sie dann gesagt hat, sie braucht die Freiheit, dann kann man sich trennen und hier und da, aber warum hat sie sie komplett im Stich gelassen? Das ist ja die Frage. Oder hat das der Vater verhindert, die Eltern verhindert von ihr? Warum ist sie nicht mal ab und zu zurückgekommen, hat wenigstens was von sich hören lassen oder so, wenn ihr die Kinder doch wirklich irgendwo wichtig waren und sie immer irgendwie dran gedacht hat, dann kann ich nicht nachvollziehen, dass jemand sich komplett aus dem Leben rausreißt. So, deshalb finde ich, das ist eine berechtigte Frage. I mean, I get you wanted to leave and stuff. Okay, but why would you ghost us like that? Not even a fucking birthday card. I thought if I vanished, you would all move on. But I wanted to contact you guys so many times. I almost did. Ja, hat sie aber nicht. Du wolltest einen klaren Bruch. Gut, du hast es also nicht getan, ja. Ja, sie wollte, das ist ja widersprüchlich. Sie sagt ja, sie wollte weg, aber eigentlich hat sie sich die ganze Zeit Gedanken gemacht. Also wollte sie ja eigentlich nicht den klaren Bruch. Sie hat ja nicht gesagt, dass der Vater und die Kinder ihr egal sind. Ja, und dass er jetzt irgendwie sagt, okay, gut, dass du es nicht getan hast, das meint er ja nicht so. Er hat jetzt mittlerweile die Meinung, dass er sie nicht braucht oder sowieso. Aber früher als Kind hat er sie bestimmt gebraucht. Deshalb, ich finde die Antwortmöglichkeiten jetzt ein bisschen blöd. Fragen wir doch mal nach dem klaren Bruch. But you wanted a clean break from us. I didn't want to be a part-time, pissed-off mother. Not fair to any of you. I left when Daniel was still very young, so he wouldn't remember me. Du hast ihm damit mehr weh getan. Ich hatte nicht so viel Glück. Ja, Daniel hat sie auf jeden Fall weh getan und er versteht das auch alles gar nicht. Und ihm hat sie in der Tat viel, viel mehr weh getan, weil er war alt genug, um das mitzukriegen. Also hier möchte ich eigentlich wieder beides antworten. Frage ist, reden wir für Daniel, reden wir für Sean? Daniel ist gerade nicht da, also reden wir mal kurz über uns. Yeah. I wasn't that lucky. Oh, Sean, I know. Do you want to tell me how you felt then? Or now? Ja, ich glaube, das ist relativ überschaubar, dass er sich angepisst fühlt. Ich fühle nichts, ich fühle mich schuldig. Nein. Er fühlte sich schuldig. Ich meine, als hätte er dem Vater mal gegenüber erwähnt oder so. Aber ich glaube schon, dass er halt eben nicht begriffen hat in dem Alter, warum ist die Mutter weggegangen. Und es deshalb nicht verstanden hat und sich auch deshalb dann irgendwie schuldig gefühlt hat. Also ich glaube, das trifft schon zu. I felt guilty that we weren't enough for you. No, no. You guys were the reason to stay. I left because of me. I hope I can make it up to you, Daniel, someday. I can start by getting his ass out of that church. Cult. Whatever. Ja, jetzt irgendwas wieder gut machen, ich glaube, das kann sie nicht. Und das ist auch nun mal so. Das Einzige, was jetzt noch eventuell überhaupt möglich ist, würde ich jetzt mal sagen, ist, dass man sich ein bisschen jetzt kennenlernt, dass man eine Beziehung oder eine Bindung aufbaut und dass sie vielleicht die Chance haben, ja, ich sag mal, sowas wie Freunde zu werden, weil ich glaube nicht, dass sie jemals eine Mutter für sie wird.
Vielleicht für Daniel, weil Daniel noch jung genug ist, aber schwierig. Ja, die Frage, hast du uns vermisst, das hat sie ja eigentlich schon beantwortet. Und was hast du getan? Das hat sie eigentlich auch schon beantwortet. Also eigentlich wäre jetzt sinnvoll, darüber zu sprechen, wie wir den Daniel da rauskriegen. Deshalb beende ich das Gespräch jetzt einfach mal. You sound so careless. It's like you can't even realize how much pain you've caused. I do care. That's why I'm here. To help you and your brother. If I didn't step up to help him now, I couldn't live with myself. Ja, ich hoffe, sie hat einen Plan, wie wir den Daniel da irgendwie rauskriegen. Wieder reingehen, meine Zigarette bitten, nichts sagen oder nichts fragen. Es ist so typisch. Es ist so typisch. Dass der Sohn raucht und die Mutter raucht. Fuck. Life can be so cynical sometimes. I remember he would smoke sometimes. Long ago. We didn't fight much, but when we did, I would go out on the porch and light up so I could calm down. Esteban would come over and ask for a drag. Now we just look up at the sky and watch the stars. Or the planes. I do miss that. I used to do the same thing with my best friend Lila. Smoking on the porch, just letting time go. That's when you know someone is good to you. And you can just sit together, shut the hell up, and watch the universe do its own thing. Ja, ich war ein bisschen zu langsam mal wieder. Ich muss mich, weiß nicht, in der vierten Episode sollte ich mich eigentlich, oder in der vierten Episode sollte ich mich dran gewöhnt haben, dass man sich schneller entscheiden muss. Ich drück einfach dann zu spät, weil ich mir halt Gedanken mache. Naja, so haben wir nichts gesagt, nichts gefragt, nichts getan, haben keine Kippe abbekommen von der Mutter. Aber wir saßen eine Weile hier draußen, haben geredet. Ja, und jetzt ist es, denke ich mal, immer noch wichtig, einen Plan zu entwickeln, wie wir den Daniel denn jetzt da rauskriegen. We should go back inside. I gotta change this dressing. Okay. Ab rein, genau, Verband wechseln. Er hat schon genug Wunden, da muss man die, die man hat, auch ein bisschen sauber halten. Und Gott sei Dank hat die Mutter ja was besorgt. Wir hatten also gar nichts mehr. Alles aufgebraucht wahrscheinlich. Sean, I know I can't change the past. Or what I did. But this is about helping your brother. You gotta trust me this one time. Ich weiß und nein. I know. It's still hard. But yes. We have to be a team to rescue Daniel. We can do it. Okay. How? We need to get in touch with this Jacob. He obviously knows a lot more than us about the church. Well, I called him when you were out. We can meet with him tomorrow. Okay, good. I also got these, just in case. Okay. Better take care of the eye. So, do you need any help with that? Hmm. Yes. Thanks. So. Also eigentlich braucht er sie you nicht, feel aber like telling me the story here? Ich möchte, dass das irgendwie funktioniert und er tut es ja auch irgendwo für Daniel. Have time. Gotcha. Und
Und ich dachte mir jetzt, die Beziehung ist vielleicht besser, wenn er sich jetzt auch helfen lässt. Man hat ja schon gesehen, er hat die Hand von ihr weggeschoben. Aber ich glaube, ihm tut das auch ein bisschen gut, bemuttert zu werden. Kurzzeitig. Here, try this on. Ja, und sie hat ihm eine Augenklappe gekauft. Das ist vielleicht besser als dieser Verband. How do I look? Great. Thank you, Karen. Big day tomorrow, so we should get some rest. Yeah. I'm ready to get Daniel. Ja, und ich hoffe echt, dass Jacob mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Daniel jetzt da in dieser komischen Gemeindesekte irgendwas ist. Und ich bin gespannt, ob die Karen vielleicht einen Plan hat, ja, wie wir den Daniel da wieder rausbekommen, weil Daniel vertraut im Moment ja Sean nicht und ja, dass die Mutter da ist, weiß er ja noch gar nicht, glaube ich. Aber der vertraut er ja eigentlich auch nicht. Also, die kennt er ja gar nicht. Vielleicht noch dem Jacob. Sure he's gonna show up. He better. He promised. Well, if he doesn't find us, we'll find him. I can't believe how much crap you guys have been through. Makes me want to punch in the face each and every asshole that got in your way. Yeah. Good thing we got to meet amazing people, too. Life on the road is all about that. The sweet encounters. Hope I can see them again someday. Oh, you will. So tell me about Daniel. What's he like? Okay, wir warten auf den Jacob. Der kommt noch nicht. Wir sitzen da. Dann können wir ein bisschen über Daniel quatschen. Mich würde es aber wirklich eher interessieren, was mit dem Jacob eigentlich ist. Der klang ja jetzt auch nicht so gut am Telefon. Nun gut, aber dann machen wir wieder ein bisschen Smalltalk. Er ist etwas Besonderes. Kleiner Bengel, cooles Kind. Ich würde sagen, er ist wirklich was Besonderes in jeglicher Hinsicht. Well, he's definitely special. Hope so. He's your brother, right? Ach, das war er schon. Is that him? Yep. Wait here. Okay, das hat er von da gesehen. Adlerauge. Mit einem Auge. Sean! What happened? Bitte erklär's mir. Was hast du dir dabei gedacht? Natürlich jetzt nicht sofort angreifen, würde ich jetzt nicht machen, sondern halt Erklärung. Ich hätte ihn jetzt übrigens nicht erkannt, er sah da im Wald und im Lager doch ein bisschen anders aus. Aber naja, Sean sieht ja auch ein bisschen anders aus. Also wir brauchen erstmal eine Erklärung und das nicht zu aggressiv, aber halt hier mal Butter bei Fische. Jake, I'm not mad, but you better explain everything. I didn't know where else to go. Listen, I saw Daniel come back to the camp that night. Like, he was in shock or something. Then I heard all these sirens and I got scared. I packed a few things, I took a blanket from your tent and we left together. I also kept the cash you made on the farm. It's in my car. Okay, ja, da ist ja noch das Geld. Mein Geld geklaut, du hast das Richtige getan. Ja, er hat ja nicht unbedingt das Geld geklaut. Er hat es ja erstens noch. Zweitens hat er Daniel ja mitgenommen und wollte auf ihn aufpassen.
Und ja, hat die Sirenen gehört und ist dann abgehauen. Na gut, er hätte ja vielleicht mal nach Sean und so gucken können. Aber ich glaube, in der Situation war es das Klügste für ihn, genau das, was er gemacht hat, gemacht zu haben, getuten sein wollen. Also ich würde schon sagen, er hat das Richtige getan. Er hat auf Daniel aufgepasst. You did right, Jake. Thank you. You have no idea what he looked like when I found him that night, Sean. He was in bad shape, shocked and mute, and all by himself. I couldn't just leave him there. Ja, ich sagte ja schon, er hat das Richtige getan. Also bist du hierher zurück? Was ist mit den anderen? Ja, was ist mit den anderen? What about the others? Hannah, Penny, what happened to them? They ran over to Meryl's place when they found out Finn and Cass were gone. That was the last time I saw them. Then on our way out here, Daniel told me more about what happened that night. Finn's murder. The blast. Daniel feels he's got to redeem himself for what he did. I need to get to him, Jacob. He's not guilty of anything. I should have protected him better. I'm telling you, to be careful with the Reverend Mother. She's waited her whole life for somebody like Daniel. The Reverend knows how to manipulate people. She's good at this. He wants to stay with her. Daniel has faith in the Reverend now. Ja, das haben wir ja auch mitbekommen. Ich habe keine Angst vor ihr, du hast nichts getan. Ja, wie ist denn überhaupt der Daniel jetzt an die Pastorin geraten? Warum hat der Jacob, wenn er doch weiß, dass das ja so eine manipulative Frau ist, warum hat er ihn denn da überhaupt mit hingenommen? Das ist die Frage. Und ja klar, Daniel stand unter Schock und so weiter und so fort. Und für Daniel macht es jetzt natürlich Sinn. Der glaubt, er ist an allem schuld und ja sucht jetzt quasi ja Erlösung in der Kirche. Und da kam das alles natürlich gerade recht mit der Pastorin. Aber die Frage ist, was hat Jacob denn getan? Did you even try to stop her? Sean, stop it. Why did you think I wrote to your mother? Come on. There's no way they're gonna let you take him away. Well, too bad. We're not gonna ask for their permission. You must be Jacob. I'm Karen. Hi. Okay. I don't know if you want to do this, but I have an idea. I think school must be over by now, but Lisbeth will stay at the church with Daniel for his special classes. That'll give us time to sneak into the compound before we get to them. I'll be on the lookout. Keep watch in case it all goes to shit. Sean, stay on the walkie. Sounds like a plan. One more thing. We have to get my sister, too. Sarah Lee. Really, Jacob? Come on, man. She's with your parents. I know. Please, listen, Sean. She's not safe here. She's sick. They believe in everything Lisbeth says. And she says she'll cure Sarah with prayers. I know you understand, right? Damn, Jake. We need his help too, Sean. Okay, Jake. I'm listening. Lisbeth knows what's wrong with Sarah Lee. We need to find her medical record. I think it's in her home office. Then I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Okay? Fine. Sure. I'm gonna trust you on this, Jacob. All good for you, Karen. What if Daniel won't go with you? He will. I know him. Hm. Bin ich jetzt auch noch nicht so ganz überzeugt von. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ach, das ist ein Schlamassel und das wird garantiert auch noch richtig, richtig gefährlich für alle. Ich hoffe, dass das doch irgendwie gut ausgeht. Ja, und wir haben gerade gehört, die Schwester sollen wir jetzt auch noch mitnehmen. Oha, oha.